Asche auf mein Haupt. Diese Redewendung verwenden wir, wenn wir einem anderen Menschen gegenüber einen Fehler eingestehen. Der Satz wird oft eingesetzt, um mit ihm, ja, leicht scherzhaft die Spannung aus einer fehlerbehafteten Situation zu nehmen und dem anderen zu zeigen, ja, ich habe Mist gebaut, ich stehe dazu, lass uns weitermachen. Es signalisiert meinem Gegenüber Einsicht, Bedauern und ein gewisses Maß an Kritikfähigkeit mir selbst gegenüber. Und das sind im menschlichen Miteinander manchmal ganz schön große Schritte auf dem Weg zur Versöhnung. Schuld und einen Fehler zuzugeben, da gibt es ja doch Menschen, denen gegenüber das nicht so leicht fällt. Und umso größer ist es eigentlich einzuschätzen, wenn man den Fehler mit dem Satz Asche auf mein Haupt zugibt. Der Hintergrund dieses Satzes liegt im christlichen Ritual des heutigen Tages. Seit jeher bestreuten sich Büßer am Beginn der Fastenzeit mit Asche als einem Zeichen der Trauer und der Buße. Schon in alttestamentlichen Texten wird berichtet, dass sich trauernde Menschen in Staub und Asche setzen, und im Matthäusevangelium ruft Jesus direkt dazu auf, dass sich Büßer in Sack und Asche hüllen sollen. Das Verbrennen zu Asche im Gottesdienst des Aschermittwochs möchte den Menschen einen Neuanfang vor Augen führen. Wir machen einen Schnitt. Wir betonen die reinigende Kraft des Feuers, was uns belastet, runterzieht, was uns im menschlichen Miteinander im Weg steht, uns ablenkt, uns verwirrt. Das alles übergeben wir der reinigenden Kraft des Feuers. Und so haben wir hier zwar sichtbar vor Augen die Asche als Symbol von Vergänglichkeit, dass der Mensch bedenken soll, dass er Staub ist und zum Staub zurückkehrt. Ungleich wichtiger ist aber der Aufruf Jesu aus dem Markus-Evangelium: Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Der Aschermittwoch ist ein Auftakt zu einem neuen Aufbruch, als klarer Schnitt, als Startschuss für christliche Gemeinden, sich gemeinsam auf den Weg zum erlösenden Osterfest zu machen. Asche auf mein Haupt, das Motto des heutigen Aschermittwochs. Asche als ein Zeichen der Rückschau auf unglückliche Situationen in der Vergangenheit, der Wille, sie zu bereinigen, wenn sie mich in meiner Unbefangenheit stören, und ein Zeichen der Einsicht und der Aussicht. Asche auf dem Haupt ist nicht das Ende, vielmehr ist sie ein Zeichen des Neuanfangs im Miteinander mit den Mitmenschen und im Miteinander mit mir selbst.